relativ offenes Gebiet. Kann mich nicht so viel verstecken, werde ich viel flitzen müssen. Nicht auf. Damit rechnest du da nicht unbedingt. Aua. Sag mal, ich will jedes Mal ausweichen, aber der ist so schnell. Aua! Wo kommst du her? Moment. Ich habe ein Date mit dem da, aber nicht mit dir. Hat auch noch voll reingesprungen. Ne? Schon besser. Wer hat euch denn eingeladen? Was kannst du nicht leiden?
Monster! Immer ein bisschen Abstand hier. Na endlich. Schnieschnach Schnappi, aber sowas von. Haben wir auch noch einen Datenpunkt? Hi, na, wie geht's dir? Von David Lang an alle Kontakte. Okay, eine herzliche Einladung. Ihr alle. Über Monate hat die Weltordnung uns befohlen, die Roboter zu fürchten, die unseren Planeten überflutet haben. Ich und meine lieben Kinder der Plage möchten euch herzlich einladen zu einer friedlichen Alternative. Falls ihr einseht, dass dies das Ende ist, welches die Menschheit heraufbeschworen hat, eines, welches wir letztendlich bestimmt sind zu umarmen, dann seid ihr willkommen auf Dundee's Farm. Dort zwischen den Mohnblumen werden wir das Schicksal erwarten, welches wir verdienen. Ich hoffe, euch alle bald zu sehen. David. Okay. Er war völlig fein mit seinem Ableben und mit dem Ablehnen der Menschheit. Ja gut, ne? Gehen wir da hoch zum Unterschlupf. Bauen die Sonnengeißel aus. Wo ist eigentlich mein Piepmatz? Da oben. Schild seine Lage. Ich da hochkomme? Erfrischend. Ach so, kommst du auch mal, ja? Das ist aber schön. Waffen-Upgrades. Die Sonnengeißel. Tschum. Und wir gehen auf jeden Fall. Schnelles Nachladen ist auch cool, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Wir brauchen auf jeden Fall. Wir gleich. Schnellere Zielgeschwindigkeit, darüber haben wir ja schon gesprochen. Qualitätsschaden, ja, ist alles ganz nice, aber. Erhöhte Positionsschaden. Boah, ich weiß nicht, wann ich jetzt momentan erhöht bin. Ist jetzt nicht hier irgendwo? Zielgeschwindigkeit, da hauen wir nochmal drauf. Es dauert immer noch recht lange, aber ja. Gut, es ist, wie es ist, ne? So, muss ich noch irgendwas nachbasteln? Ja, hier, wir machen mal alles ein bisschen voll. Übrigens nochmal Hallöchen. Ja, Hallöchen an alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Es tut mir leid, wenn ich euch nicht alle einzeln begrüße. Es wären so Storygames immer ein bisschen schwierig für mich. Weil ich natürlich auch nicht die spannenden Szenen zerquatschen will und mich auch ein klitzekleines bisschen konzentrieren muss. Es ist aber gar nichts Persönliches oder so. Ja, nehmt mir das bitte nicht übel. Hm.
Mir geht's gut soweit. Dankeschön. Jojo. Ich würde jetzt abschließend. Ich würde abschließend gerne mal einen Schwenk fliegen. Einmal hier drüber, weil ich... War ich hier schon und war hier irgendwas Besonderes? Das Lagerfeuer hatte ich aufgedeckt. Das ist... Ach, da hatte ich die Nebenquest. Da hatte ich die eine Nebenquest. Hier bin ich schon gewesen. Aber ich würde gerne vielleicht... Da brauche ich dann vielleicht nicht unbedingt drüber fliegen. Aber ich würde gerne einmal über diese Insel hier fliegen, weil ich das Gefühl habe, hier finden wir bestimmt noch irgendwas. Die ist so leer bisher. Und dann gehen wir Richtung Mainquest. Dann hält uns nichts mehr auf. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was in der Kiste gucken. Inventar. Wo sind Tränke? Hier. Rauchbomben müsste ich eigentlich öfter benutzen. Und das sollte ich unbedingt im Finalkampf vielleicht mal benutzen. Was ist das? Man muss ja hier immer so übelst weit scrollen. Ich wünschte, ich könnte mir das selber einteilen. Ich finde halt, dass der regionale Eintopf eigentlich neben die Heiltränke gehört. Seht ihr, wie weit ich hier blättern muss, um da hinzukommen? Das ist so belastend. Wir fliegen jetzt einfach in den Sonnenuntergang, Chat. Und wir können uns dabei nochmal ein bisschen unterhalten. Wie hat euch denn bis zum jetzigen Punkt, für die, die vielleicht ein bisschen zugeguckt haben, der DLC gefallen? Was findet ihr am besten? Was stört euch? Tell me. Die Sonne hinter mir aufgeht. Die Sonne müsste ja eigentlich im Osten aufgehen. Wir müssten eigentlich auf den Sonnenaufgang zufliegen. Oh ja. Wir fliegen Richtung Sonnenaufgang. Sehr, 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 sehr schön. Ihr seid richtige Spielverderber, wisst ihr das? Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das irgendwie spielen könnt. Inzwischen gibt es das Spiel ja auch für PC. Macht es. Ist eine Erfahrung. Wenn ihr Open-World-Spiele liebt, mit einer tollen Grafik, mit einer tollen Geschichte, mit einem absolut wunderschönen Soundtrack, dann ist das was für euch. So, wir gehen mal ein bisschen tiefer. Aua. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es hier nichts gibt. Ganzer Inselbereich und es gibt hier nichts. Kein Loot, kein gar nichts. Gute alte Taxi. Toro, geht's dir schon ein bisschen besser? Wie die da einfach ihre Base chillen, das ist schon ein bisschen cute. Kann denn das die Möglichkeit sein, dass hier einfach nichts ist? Ist mir fast schon ein bisschen zu idyllisch hier. Die Blumen und so, das ist schon alles auch sehr, sehr hübsch.
Da hinten ist was. Auf jeden Fall ein Brillenglanzsplitter. Beschädigung minimal. Captain M. Nazim, persönliches Protokoll. Ich muss sagen, ich hatte diesen Befehl noch nicht ganz verdaut, als man mich wegtreten ließ, damit ich meine Vorbereitung treffen kann. Einfach so heißt es jetzt zusammenpacken und abziehen. Ein strategischer Rückzug. Nächster Halt, die Reno-Line. Und was dann? Während wir uns ein bisschen mehr Zeit verschaffen, liegt 200 Meilen hinter uns L.A. in Trümmern. Vollständig. Jeder Block, jedes Gebäude und jede arme Seele, die dort festsitzt. Aber was soll ich dagegen machen? Soll ich sauer werden, den Befehl verweigern? Das Ganze allein mit dieser verdammten Plage aufnehmen? Wie sollen wir das durchstehen? Wie können wir mit dem Wissen leben, dass wir uns einfach abgewendet und die Stadt dem Tod überlassen haben? So ein Ort ist das hier. Dann war das so eine richtige... Hat sich das durchgezogen? Wir haben immer wieder Maschinen gefunden. Auch in Häusern und so. Sind abgehauen von da hinten. Die haben sich hierhin geflüchtet. Das sind halt auch so Orte, weil ich vorhin gesagt habe, hier ist ja nichts, Hallöchen Karat. Das sind halt Orte zum Entdecken. Die guckt man sich an. Ist das hier? Oh, habe ich mich gerade vor dem Rauchen erschrocken. Fluoreszierenden Sachen hier sind auch voll schön. Ich habe gerade so ein bisschen die Schönheit dieser, ich hätte es fast Lagune, so, das ist meiner. Der fliegt mir hier einfach unter Wasser hinterher. Witzig ist das denn. Jetzt habe ich verpasst, wie er aufgestiegen ist. Ach, Manu, das sah bestimmt episch aus. Will ich das nochmal provozieren, wenn ich nochmal abtauche? Fliegt er mir dann nochmal hinterher? Da ist er. Das ist halt alles so wahnsinnig cool, ich dachte. Es ist so schön. Ich staune trotzdem, dass hier sonst nichts weiter ist. Kann ich irgendwie fast gar nicht glauben. Mit dem, da möchte ich wahrscheinlich eher nicht auf Tuchfühlung gehen, auch wenn es ziemlich cool aussieht. Oh! In einem Fischschwarm! Ich kann den halt sogar unter Wasser besteigen. Schade, dass ich nicht aus dem Wasser rauf kann. Ich denke, für die Amis
Die Autobahn hier, die kaputte. Wenn die halt diese ganzen Orte kennen, für die muss das so wahnsinnig irre sein, das hier alles zu sehen. Gebäude, wie die hier so unter dem Sand eigentlich sind. Stress wollte ich mir jetzt eigentlich nicht einhandeln. Gegen Gras habe ich auch schon ewig nicht mehr gekämpft. Also wenn man das alles so sieht und das auch so ein bisschen zurückblickt auf all die 100 Stunden, die man hier schon so ein bisschen drin verbracht hat, dann ist das schon... wahnsinnig beeindruckend, die Details, alles. Und es macht Lust, das Spiel nochmal auf Neues Spiel Plus zu spielen, ich bin ehrlich. Ja, Ichi, ich fliege jetzt Richtung Finale. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sage Finale. Und wir fliegen jetzt auch nicht across the map. Wir gehen jetzt hier hin, machen jetzt eine Schnellreise. Und legen los. Sein letzter Akt. Ich bin ehrlich, ich befürchte das Schlimmste. Wo genau muss ich hin? Zu dem Lagerfeuer. Ab nach unten. Okay. Wenn Zika hier ist, müssten wir irgendwie zu Londra gelangen. Ihn daran hindern, seinen großen Plan umzusetzen. Ich warte lieber am Lagerfeuer auf sie. Großer Plan. Ich habe da so Ideen. Ich mach mal die Cam schon aus, denn ich erwarte Dinge. Du bist da. Deine Schwester hat es gut zurückgeschafft? Sie hilft der Wache des Admirals, die letzten unserer Leute aus Londras Park zu holen. So hat sie etwas, das sie ablenkt, anstatt über das Geschehene nachzugrübeln. Hoffe, das hilft. Sollen wir dem Ganzen dann ein Ende setzen? Ja, es ist Zeit. Dann mal los. Also, Londra ist wahrscheinlich in seinem Bunker, oder? Wir müssen da wieder rein. Ich glaube nicht, dass er im Bunker ist. Im Park sagte er, er würde uns wie Insekten zerquetschen. Bestimmt benutzt er den da. Aber er hat kein Reaktivierungssignal zum Neustart der Systeme. Er braucht eine direkte Verbindung. Glaubst du, er ist wirklich in dem Ding drin? Anders geht es nicht. Wir müssen verhindern, dass er sich einschaltet. Da. Sieht aus, als wäre er mit einer Art Kühlsystem verbunden. Wenn wir die Verbindung unterbrechen, könnte der Horus überhitzen. Könnte schwierig werden. Mehr von den Toten auferstandene Maschinen? Das glaube ich nicht. Londra muss sie mit dem Horus hergestellt haben. Beeilen wir uns. Na los.
Wir müssen zu dem Kühlsystem. Ich lass dich nicht allein. Wir können hier runterklettern. Runterklettern? Oh. Ein Verderber blockiert den Weg. Wir müssen ihn ausschalten. Bereit. Ewig nicht mehr gegen die Viecher gekämpft, aber machen wir. Eine verbrannte Maschine, kommt sofort! Hallo, Aloy! Bist du das, die da unten herumkriecht? Wie schön, dass du es zum großen Finale geschafft hast! Ist ja noch einer. Maschinenschrott, kommt sofort! Wir hoch. Machen wir sofort. Alles mitnehmen, was wir hier mitnehmen können. Irgendwas nicht gesehen. Und ich sollte mehr Rauchbomben benutzen. Wo sind die? Ich benutze die eigentlich heilende Rauchbombe. Das ist eigentlich ganz cool. Habe ich nur heilende Rauchbomben? Gut. Heilende Rauchbomben sind besser als keine Rauchbomben. Wo ist Seika? Seika ist hier. Ab geht der Weg. Also! Und wo versteckst du dich, Aloy? Wir müssen ausweichen, wenn wir zum Kühlsystem wollen. Okay, die Ruinen geben uns Deckung. Hast du Angst vor mir? Das ist die Frage, ob du nicht Angst vor uns hast, wenn du der Meinung bist, du musst dich in so einem hässlichen Weg verkriechen. Er sieht uns nicht, wenn wir in Deckung bleiben. Hoffentlich hast du recht. Ich werde dich finden. Halte ich für ein Gerücht. Ich muss ganz kurz die Bewegung hier abchecken. Es ist nur eine Frage der Zeit, Aloy. Ein Versteckspiel. Na gut. Das sind gerade alles. Irgendwann finde ich dich. Als ich wieder lüge. Der Überhang da vorne kann uns Deckung geben. Ich muss durch den Feuerglimmer.
Ich weiß nicht, was haben wir denn da?